Ja, hallo. Zum Vortrag Joomla gehackt, was muss ich tun? Ursprünglich hatte ich oder der Jan eigentlich gar keinen Vortrag geplant, aber der David meinte, hey, wir sollten doch nochmal irgendwas dazu sagen und kam halt mit dem Thema, wenn eine Webseite gehackt ist, was muss ich halt im Endeffekt unternehmen, um die da wieder sauber zu kriegen? Ich habe gesagt, ja, interessantes Thema, machen wir mal. Und schau mal, was wir irgendwie mitgeben können, um das irgendwie, dass man das irgendwie selber bereinigen kann. Ja, kurz zu meiner Person. Hatte die Joomla User Group in München gegründet und damals mit dem Jan joomlasecurity.de und geben da seit Jahren Informationen, um im Endeffekt ja, jeden Joomla-Anwender im Endeffekt Hilfestellung zu geben, wie man das Ganze dort irgendwie noch einen Tick sicherer machen kann oder gegen Angriffe sich abwehren kann. Ich habe lange überlegt, okay, wie kann man das Ganze aufbauen? Ich habe das versucht, mal irgendwie so thematisch Arten von Hacks, das ist im Endeffekt nur eine kurze Aufzählung, und im Endeffekt, wie sollte ich vorgehen, um den vorhandenen Hack, der dort vorhanden ist, irgendwie wieder wegzukriegen und wie kann ich im Endeffekt zukünftige Angriffe dementsprechend unterbinden. Offene Fragen können auch jederzeit sofort gestellt werden, gar keine Frage. Ihr müsst nichts mit dem Handy abfotografieren, die ganzen Folien werden wir online stellen, Aufzeichnungen haben wir auch da, also von daher macht euch da keine Gedanken. Welche Hacks gibt es? In dem Fall habe ich das einfach mal schön bei Google angegeben und kam total genial bei uns aus München, die Brauerei. Habe gedacht, cool, das muss genauso sein. Es gibt viele Angriffe unterschiedlichster Art. Viele kann man indirekt beeinflussen, einige überhaupt nicht. Da ist dann der Provider, sage ich mal, teilweise ein bisschen in der Pflicht. Ich will da auch gar nicht näher drauf eingehen, weil das geht viel zu tief rein. Wenn der Hack da ist, ist es in der Regel eh schon zu spät. Was mich grundsätzlich mal interessieren würde, hat jemand selber schon den Fall gehabt, dass seine Webseite gehackt worden ist? Doch ein paar. Ja, geht natürlich schnell. Es gibt natürlich im Endeffekt eigentlich nur eine wirklich saubere Lösung, da im Endeffekt vorzugehen. Das erste auszuführen, Webseite muss sofort vom Netz. Sonst hat man relativ schnell ein großes Problem. Meistens macht es der Provider. Einen sehe ich sogar hier. Ich glaube, der geht genauso vor, die Seiten sofort vom Netz zu nehmen, oder? Genau. Weil man verbreitet dadurch unter Umständen Schadcode an andere, man behindert andere, man verseucht unter Umständen andere PCs und das ist natürlich dementsprechend nicht vom Vorteil. Ich glaube, den schwierigsten Punkt, wo die meisten, sage ich mal, eigentlich daran scheitern, das ist eigentlich der Punkt, wo ich näher darauf eingehen möchte, den Einbruch zu untersuchen, die Lücke dann auch wirklich zu finden, dementsprechend dann zu beheben. Dann natürlich klar, alle Passwörter ändern, wird immer wieder irgendwie vernachlässigt. Man weiß nie im Endeffekt wirklich, oder kann schlecht vielleicht sogar abschätzen, wie weit der Hack, sage ich mal, Sachen auslesen konnte, wo man sagen muss, okay, wie weit hat er Zugriff gehabt? Also dementsprechend alles abändern, ist auf jeden Fall die Nummer sichere Variante. Backups, wenn vorhanden, wiederherstellen, wobei man das mit Vorsichtigkeit genießen muss. Ich habe schon Hacks erlebt, die haben im Februar stattgefunden, aber aktiv ausgenutzt erst im August. Das heißt, mein Backup von vor 2 Wochen war relativ sinnfrei. Also da wird es dann, sage ich mal, interessant. Lücke schließen und Seite wieder freigeben. Unter Umständen schwierig. Wenn es eine Dritterweiterung ist, bleibt mir eigentlich nur die Variante, den Entwickler anzuschreiben und sagen, hey du hast ein Problem. Oder ich schmeiße die Erweiterung eigentlich raus. Oder es gibt einen Patch für die bestehende Lücke, sage ich mal. Und wenn dann alles wieder passt, sollte man die Webseite dann auch wieder frei geben. Kann unter Umständen auch mal mehrere Tage dauern. Damit muss man im blödesten Fall auch rechnen, je nachdem wie groß die Webseite ist. Und wenn sowas dann dementsprechend dauern kann. Meistens informiert einen über einen Hack, weil komischerweise kriegt es der eigene Webseitenbetreiber überhaupt nicht mit.
meistens der Provider. Die haben gewisse Scan-Routinen-Tools, die da durchlaufen im Hintergrund und das erkennen, was ich sehr, sehr lobenswert finde und teilweise den Leuten da wirklich sehr, sehr gut Anleitung geben, um das Ganze dementsprechend auch dann möglichst schnell irgendwie wieder hinzukriegen. Wie sieht so ein Hack, sage ich mal, aus? Ich habe mal versucht, ein paar Beispiele irgendwie zu finden, weil ich habe festgestellt, dass ich die ganzen alten Backups, die bei mir zugespielt worden sind, irgendwie auch mal wieder alle gelöscht habe. Es war mal ein relativ einfacher Hack, das ist, wie man sieht, aus 2013 noch, wo einfach dementsprechend zwei Dateien abgelegt worden sind, eine Textdatei, wo drin stand, okay, du bist gehackt und ein Bild im Endeffekt dazu. Mehr ist auf der Seite in dem Falle noch gar nicht mehr passiert, also ich sage jetzt mal in Anführungszeichen relativ harmlos. In dem Falle mal relativ Glück gehabt, aber es sollte nicht so weit kommen. Mich würde mal grundsätzlich interessieren, wo ihr glaubt, wo so ein Hacker am meisten in welchem Ordner die Hacks ablegt. Jemand, eine Ahnung, ja? Das ist sehr gut, wo es nicht auffällt. Also das, was ich bisher gesehen habe, ich weiß nicht, ob der Rüdiger mir da noch andere Informationen geben kann, das meiste, was ich gesehen habe, ist im Image-Ordner von Joomla. Warum? Jeder, der einen Beitrag erstellt, greift zwangsweise auf dem Image-Ordner zu, wo die Bilder liegen. Und wenn der nette JCE mal wieder irgendwelche Probleme hat, dann liegt das Zeug in der Regel dort. Oder halt im Root-Verzeichnis habe ich es auch schon erlebt. Ja, ja, klar, wenn irgendwann alles offen ist, dann ist sowieso vorbei, aber das meiste, was ich halt gesehen habe, war dann wirklich im Image-Ordner. Da lag dann halt zum Beispiel so eine lustige SMTP-PHP-Datei dann auf einmal drin und die hat genau das gemacht, was sie, wie der Name es sagt. Die hat ganz höflich, ganz brav, ganz viele E-Mails verschickt. Der Provider hat dann die Information gegeben, es wurde versucht, 1000 E-Mails pro Minute da rauszuhauen. Das war dann natürlich ziemlich nervig. Nachteil natürlich, was immer wieder viele vergessen, wir hatten, glaube ich, mal in Köln den Vortrag, Security ist gleich SEO. Wer sich damit ein bisschen weiter auseinandersetzt, wird relativ schnell feststellen, wenn ich so eine gehackte Webseite habe und der Provider schaltet sie ab oder Google markiert sie sogar noch als gehackt, dann habe ich unter Umständen ein Riesenproblem. Wenn ich jetzt noch Spam und so weiter verschicke und das dementsprechend auf gewissen Blacklisten auftaucht, ja, darf ich mich nicht wundern, warum ich keine Kontaktanfragen mehr kriege oder nichts mehr verkaufe, weil die Webseite aus dem Index raus ist. Also man sollte sich da schon Gedanken machen. Im Endeffekt habe ich auch erlebt, dass irgendwelche Ordner angelegt werden mit irgendwelchen lustigen Inhalten, wo irgendwelche Dateien sind. Also man kann das manchmal relativ mit einem bloßen Auge so ein Hack auch sehr, sehr schnell optisch finden, jedenfalls auf Dateiebene, weil diese Namen werden meistens generiert oder basieren auf einem gewissen Schema. Das heißt, man sieht das relativ schnell. Das ist jetzt hier so eine generierte Datei, die da ja, mit 6 Kilobyte doch ein bisschen Inhalt im Endeffekt hat und darf man sich dann, sag ich mal, viel durch die ganzen Ordner durchhangeln. Ansonsten, da sage ich mal, kommt der Provider ins Spiel, sind die Logdateien, sage ich mal, eigentlich das beste Mittel, eigentlich, um wirklich einen Hack zu finden. Da habe ich ein paar alte mal rausgesucht und auch ein paar aktuelle. Also wie man sieht vom Datum her, die sind jetzt wirklich mal relativ aktuell von Joomla Security.de, die Angriffe, die dort versucht worden auszuführen. Ja, wie findet man diese dort in diesem Chaos? Also im Endeffekt, es gibt Provider, die bieten einen Errorlogs an, das macht die Sache vielleicht sogar noch einfacher. Wenn ich diese nicht habe und sage ich mal nur Access-Log, dann habe ich persönlich einen relativ einfachen Trick, also meistens greift er auch nicht immer. Wenn ich zum Beispiel so ein, wie oben im Endeffekt mal rot markiert, so eine riesenlange Zeile im Endeffekt habe, dann scrolle ich erstmal ganz nach rechts und guck, okay, und scroll runter, wo ist die längste Zeile im Endeffekt und meistens taucht dann da schon mal was auf. Also
Sonst hat man da, sage ich mal, viel Spaß dran, das zu suchen. Man hat natürlich auch genau andere Hacks dabei, wo dann irgendwelche WordPress-Sachen versucht werden. Typo 3 kommt natürlich auch vor. Ich habe das, wie gesagt, nur mal auf die Schnelle mal schnell im Endeffekt rausgesucht, wo man wirklich eindeutig was sehen kann, wo dann irgendwas versucht wird, hochzuladen und abzulegen. Und da sieht man natürlich, was natürlich ein Problem ist. Das ist, sage ich mal, hier unten der Fall. Im Endeffekt wurde versucht, ja, eine Datei, die dort abgelegt wurde, in dem Falle nicht dynamisch benannt, sondern nach einem gewissen Schema, 404-back.php, die wurde mal bei irgendeinem Exploit mal mit hochgeladen. Und dementsprechend wurde das getan, als würde das der Googlebot versuchen aufzurufen. Im Endeffekt ist das ein Exploit, der da abgelegt wurde, der dann da versucht wird aufzurufen. Also schwierig ist das rauszufinden, es ist sehr kryptisch. Man muss ja nicht unbedingt alles verstehen, aber was vielleicht eher interessant ist, ist der Zeitstempel, den man da einfach hat. Mit diesem Zeitstempel kann ich wiederum Dateien vergleichen und schauen, ist da irgendwas passiert? War es das gewesen? Und das ist, sage ich mal, eher der Punkt, den man da irgendwie haben kann. Ich habe mit Absicht mal dieses nette Hintergrund gewählt. Das ist wirklich im Endeffekt das, was die Hacker, sage ich mal, in den Webseiten ablegen, wirklich auch vorhanden. Das ist in dem Falle die C99-Shell, eigentlich taucht, glaube ich, bei jedem zweiten Hack, glaube ich, fast auf. Diese Tools, die die dort einsetzen, die kann man sich, sage ich mal, relativ frei selber im Internet beschaffen. Wenn die dort auf dem Webspace liegen und nicht gewisse Vorkehrungen betroffen sind, haben die sehr, sehr viel Spielraum, Dateien zu manipulieren, Dateien hochzuladen, Dateien zu löschen und vieles, vieles, vieles mehr. Und das ist genau das Riesenproblem. Dementsprechend kann man eigentlich, ich sage jetzt mal, wenn man so einen Hack hat, versuchen, okay, Dateien zu vergleichen. Wo sind irgendwelche Änderungen passiert? Also ich habe jetzt hier nur mal Windows-Software, für Mac und so weiter gibt es natürlich auch noch andere und Linux genau das gleiche. WinMerge oder auch Notepad++ bieten solche Möglichkeiten im Endeffekt an, um Dateien zu vergleichen. Sind Änderungen dort zum Beispiel, haben die dort stattgefunden? Oder auch Total-Commander, wo man sagt, okay, sind da irgendwelche Ordner drin, die da auf einmal nicht hätten sein sollen. Schwierig wird es natürlich immer beim Image-Ordner, weil mit denen arbeitet man logischerweise. Das macht aufwendig. Und das, was ich vorhin schon angesprochen habe, ist im Endeffekt der Timestamp bei der Datei. Ich weiß nicht, wer arbeitet mit dem FileZilla als FTP? Doch, einige. Ich glaube, kaum einer kennt die Funktion im FileZilla. Dort gibt es oben im Menü Server, Dateisuche auf Server nennt sich das. Und dort kann ich im Endeffekt sagen, suche mir bitte Dateien, die vom Zeitraum X bis Y erstellt, geändert wurden. Und der durchsucht im Endeffekt den ganzen Webspace, das kann natürlich eine ganze Weile dauern, spuckt mir aber im Endeffekt diese Dateien aus, die geändert wurden. Das Ganze kann man dann vielleicht noch ein bisschen eingrenzen, dass man, ja, beim Image-Ordner wird es halt einfach, wie gesagt, schwierig, aber dort kann man zum Beispiel relativ schnell sehen, wenn im Joomla Libraries Ordner oder im Clude Ordner irgendwelche Dateien, sage ich mal, auf einmal drin sind, die da überhaupt nicht reingehören. Die erkennt man meistens auch noch an den Dateienrechten, dass die da irgendwie nicht so ganz zugehören. Also man kann damit unter Umständen was finden. Also den Tipp habe ich damals vom Jan Giesenberg bekommen. Da hinten sitzt er. Dem ist die Funktion einfach mal durch Zufall aufgefallen und ich wusste es vorher auch nicht. Bietet eine relativ einfache Suche auf Webspace zum Beispiel dort, was zu machen, wenn man jetzt keinen SSH-Zugang oder sowas hat. Backups vergleichen ist natürlich auch so eine Geschichte, ist vielleicht unter Umständen müßig oder dementsprechend mit gewissen Tools wieder zu vereinfachen. Wenn ich dann wirklich feststelle, okay, der Hack hat eigentlich schon Monate vorher stattgefunden, dann wird es richtig kompliziert. Kann aber auch unter Umständen relativ einfach werden. Also wenn da wirklich nur eine PHP-Datei abgelegt worden ist und die aktiv laut Logdateien nicht aufgerufen wurde extern, dann kann man sagen, okay, könnte man jetzt löschen und wenn man gucken, dass man alle Sicherheitspatches wirklich auch in der Zeit schon eingespielt hat, dass dieser Hack unter Umständen überhaupt nicht mehr greift, kann man da vielleicht schon sagen, super, Schwein gehabt.
Wenn das nicht der Fall ist, dann hat man da, sage ich mal, viel mit Arbeit. Ansonsten hilft, denke ich, bei vielen anderen Sachen gewisse Online-Scanner, die eigentlich jeder verwenden kann. Ich sag mal, VirusTotal ist, glaube ich, einer der bekanntesten. Ich kann da nicht nur Dateien einfach hochladen, sondern ich kann wirklich komplette URLs abgeben. Wie gesagt, die Folie ist nachher online. die scannen ganz gut. Ich habe es aber auch schon gesehen, also ich glaube, VirusTotal, glaube ich, hat 63 oder 64 Scan-Engines dahinter. Wenn da mal einer oder zwei anschlagen, heißt das noch lange nicht, dass das wirklich der Fall ist. Also False-Positiv-Erkennung kann auch bei denen dort stattfinden. Habe ich schon zum Beispiel gehabt, dass irgendwelche Erweiterungen, die als Schadcode erkannt worden sind, obwohl das eigentlich nicht der Fall ist. Ansonsten gibt es halt dementsprechend auch noch andere Scanner, die dort im Endeffekt das Gleiche machen. Bei einigen davon, die sagen dann zum Beispiel grundsätzlich, du hast keine 100% erreicht, weil der Dienst, den wir anbieten, nicht dort auf der Webseite installiert ist. Also gut, klar, weil der Dienst kostenlos ist, da wollen sie halt natürlich was erreichen, dass man dort den Dienst nutzt. Ansonsten sind diese Scanner ziemlich gut, weil wenn der Provider einen mitteilt oder Google in dem Falle mitteilt, auf der Unterseite XY soll irgendwas sein, man kann das Zeug da reinschmeißen und mal gucken, was diese Scanner da im Endeffekt sagen, dann kann man da schon vieles sehen, dass das wirklich so ist. Und ansonsten, sage ich mal, kommt ja auch da relativ häufig auch mal eine False-Positiv-Erkennung auch durch Google-eigenen Scanner vor. Aber wie das Problem im Endeffekt wirklich weitersuchen und finden, gibt halt Leute, die sagen, okay, das ist mir alles zu kompliziert, ich komme da nicht weiter, das ist nicht mein Gebiet. Um Gottes Willen, ist eine gute Selbsterkenntnis, wenn man sagt, ich kann es nicht, ich brauche Hilfe. Gibt, denke ich, genügend Dienstleister, die dementsprechend dort einen helfen. Es gibt auch Provider, die einen dort helfen. Einige machen das, andere sagen, mir egal. Grundsätzlich ist der Seitenbetreiber dafür verantwortlich, wenn es der Provider macht, muss man ihm das ziemlich hoch anrechnen, weil das ist eine Dienstleistung im Endeffekt, also einige machen es wirklich kostenlos, andere sagen, okay, wir machen das für ein bisschen Geld, aber das ist es mehr als wert. Und ansonsten, sage ich mal, gibt es ein paar Dienste, die einem da helfen. Die verteufel ich aber ganz ehrlich ab und zu mal. Dienste wie myjoomla.com oder Watchfully und so weiter bieten viel an, wo man sagt, okay, ich installiere ein Plugin in Joomla und die scannen im Endeffekt alles durch. Datei, Datenbank, Extensions, alles, was ich installiert habe, und geben wir hinten dran aus, passt oder passt nicht. Ich sage es immer wieder, für mich sind das Backdoors. Die Dinger haben Zugriff auf alles. Das muss einem klar sein. Und diese Anbieter sitzen jetzt nicht in Deutschland. Das heißt, wenn ich je nach Seite habe, ich mache jetzt hier keine Rechtsberatung, komme ich aber irgendwann mal zum Problem. Wenn ich da gewisse Kundendaten vielleicht drin gespeichert habe oder wenn ich ein virtuelles Shop-System am Laufen habe, dann habe ich damit definitiv schon mal rein rechtlich mal ein Riesenproblem. Also sollte man vielleicht mit Vorsicht genießen. Sie bieten aber, ich sage jetzt mal, für den Laien doch eine ziemlich gute Auswertung, muss man dazu sagen. Also einige bieten den ersten Check halt im Endeffekt kostenlos an oder für 10 Euro im Monat, wo ich sage, allemal rechnet sich. Die Auswertung ist meistens in Englisch. Dementsprechend muss man da halt auch, sage ich mal, gewisse Sachen vielleicht wieder richtig deuten. Und bei manchen Sachen, ich habe es für den Vortrag einfach nochmal gemacht, habe bei MyJoomla einfach mal eine Webseite reingeschmissen, die definitiv nicht aktuell war, die definitiv kein Hack hat, und mal gucken, was bei rauskommt. Im Endeffekt hat er gesagt, ja, dein Joomla ist nicht aktuell. Okay, das wusste ich auch vorher schon. Und er hat 8 Dateien gefunden, die möglicherweise mit Schadcodes infiziert sind. Das war definitiv nicht der Fall. Also, ich konnte es noch nicht so ganz rausfindig machen, aber meine Theorie ist, er hat im Endeffekt die derzeit aktuelle Joomla 3.6.2-Datei genommen und hat sie mit der auf dem Server, die vorhanden ist, verglichen und sagt, irgendwas passt da nicht so ganz. Also, er hat sich eher irgendwie verschluckt. Also, das heißt, auch diese Dienste, wenn man sie wirklich nutzt,
sollte man mit unter Umständen Vorsicht genießen, aber sie können einem helfen, grundsätzlich. Also für den Laien definitiv eine Variante. Dann wird meistens immer wieder unterschätzt, die Datenbank zu prüfen. Ich habe es schon oft erlebt, dass, also wenn es direkt auf der Hack, sage ich mal, speziell auf Joomla, sage ich mal, geht, dass in der Datenbank vom Content, in der Spalte Intro-Text, wo Joomla, sage ich mal, sein Zeug an Inhalt, sage ich mal, ablegt, meistens unten dran, meistens fügen sie es immer unten dran, Code hinzufügen, der dann einfach auf der Webseite angezeigt wird. Meistens so lustig, weißer Text auf weißem Hintergrund. Sieht man noch nicht mal gleich, aber das Zeug ist da. Die Webseite wird von Google erkannt als Chartcode und das Ding fliegt aus dem Index und man sieht noch nicht mal gleich, warum. Also da auch grundsätzlich mal nachschauen. Genauso, ob da irgendwelche User auf einmal angelegt sind, die nicht mal im Backend angezeigt werden, habe ich auch schon gesehen. Also jeder Hack ist individuell. Es gibt natürlich automatisierte Angriffe, die bei so einem Provider auflaufen am Tag, da, die da alle gleich sind, keine Frage. Aber meistens, sage ich mal, kommt dann hier und da doch irgendwas bei rum, wo man, wenn es bei der Seite direkt auftritt, dass es doch individueller angeschaut werden muss. Dann kommt meistens die ganz große Frage, lohnt sich diese ganze Hack-Säuberung überhaupt noch? Den schlimmsten Fall, den ich bisher in den Finger gekriegt habe, war, dass wirklich jede PHP-Datei infiziert worden ist. Also wenn da jetzt nicht gerade irgendwie ein C-Blot hinten dran wäre oder so, dann würde ich da schon fast sagen, komm, mach das Ding platt, mach das Ding neu. Das lohnt sich definitiv nicht. Aber wenn dann eine Seite hinten dran ist, mit irgendwelchen großen Erweiterungen oder Shop-Systemen mit sehr, sehr vielen Bestellungen, dann wird einem fast nichts anderes übrig bleiben. Oder halt dementsprechend die Backups zu vergleichen. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass Backups vorhanden sind. Auch das kommt ja vor, dass, sage ich mal, keine vorhanden sind und dann dementsprechend steht man da. Muss jeder für sich selber fragen. Ich sage mal, wenn es jetzt die kleine Seite vom Friseurladen um die Ecke ist und die ist wirklich massiv angegriffen, wo wirklich überall was drin ist. Ich habe auch schon Hacks gesehen, also da war nicht nur ein Hack. Es waren dann, also die ich jedenfalls erkennen konnte, waren es 8 unterschiedliche. Also ob da nachher noch mehr waren, ich habe dann schon gar nicht mehr geguckt, das macht keinen Sinn mehr. Also da waren wirklich 8 unterschiedliche Hacker auf der Webseite da unterwegs, das macht keinen Sinn. Also da würde ich jetzt persönlich sagen, ich würde das Ding löschen und neu aufsetzen und fertig. Zukünftige Angriffe abwehren haben wir genügend Informationen auf der Seite, deshalb will ich da gar nicht auf viele Details, sage ich mal, näher drauf eingehen. Aber es kommt öfters mal irgendwie die Frage, gibt es da sonst noch was, was man da irgendwie gegen tun kann? Es gibt Hosting-Provider, die haben das Apache-Modul Mod Security im Einsatz. Das ist, sage ich mal, so eine kleine Web-Application-Firewall, die doch relativ mächtig ist. Die bietet, sage ich mal, viel Schutz, muss aber vom Provider, sage ich mal, irgendwie vorhanden sein. Ich kenne derzeit nur einen mir Bekannten, der dieses Modul einsetzt. Andere haben auch eigene Lösungen dort im Einsatz. Zusätzlich, sage ich mal, gibt es Hardware, die man vor so einem Server schalten kann, wovon ich meistens relativ wenig halte, außer die Webseite ist relativ groß und hat ein gewisses Angriffspotenzial. Aber ich sag mal, mir persönlich ist noch keine untergekommen, wo sich so eine Hardware wirklich effektiv gelohnt hätte, die da wirklich mit massiven Angriffen, sage ich mal, ausgesetzt war. Da sage ich mal so grundsätzlich, was man tun sollte. Klar, Backups, Updates ist eigentlich mit das Wichtigste, was man tun sollte, um zukünftige Angriffe abzuwehren. Ich sag mal, wer es mitgekriegt hat, die Joomla-Lücke in der Version 3.4.7, da hält der David morgen nochmal einen Vortrag drüber, die war ja doch ein bisschen heftiger und da hat man auch gesehen, dass damit nicht zu spaßen ist. Laut gewissen Provider-Aussagen war es so, dass
wie der Exploit veröffentlicht worden ist, dass es 10 Minuten gedauert hat, bis die ersten Angriffe da waren. Also es gibt Provider, die sagen, also wenn so ein Exploit rauskommt, 4 Stunden. Es gibt andere, die sagen, es dauert manchmal Tage. Grundsätzlich sollte man zusehen, dass diese Updates da relativ schnell reinkommen. Vor allem, wenn es gravierende Probleme sind, ob jetzt in Joomla direkt oder in irgendeiner Erweiterung, die da, sage ich mal, bekannt ist. JCE war immer so ein Fall. Jeder, der das gute Stück einsetzt, kann vielleicht sogar ein Lied darüber singen. Das war eigentlich nur einmal. Ansonsten kann ich eigentlich fast nur noch fragen, ob noch irgendwelche großen Fragen sind. Sollte mal ein kurzer Überblick sein, relativ allgemein gehalten. Ja. Ja. Ist ein sehr gutes. Genau, ich kann mir eine Software runterladen, irgendeine Batch-File, irgendwas, wo ich sage, kann ich kein ulti Hintergrund wissen, kein Problem ausnutzen. Okay? Absolut. Das ist vollkommen klar. Ich sag mal, das machen zum Beispiel diese Web Application Firewalls, diese Mod Security zum Beispiel, die scannen ja gewisse Prozedere, die dort stattfinden. Wird jetzt da gerade wirklich versucht, über die URL einen Datei-Upload irgendwie zum Beispiel. Ja. Na, wenn ich da verschiedene Joomla-Instruktionen reingucke, dann sehe ich ja, dann sehe ich immer wieder bestimmte Strings und bestimmte Parameter, ja, die ich dort dem Szenario anfangen würde, das ist eine Injection, eine SQL Injection, oder so irgendwas. Uralt teilweise. Ja, ja. Seit Versionen nicht mehr aktuell. Das wird doch theoretisch angefangen. Also, wir sind ja. Ja. Also Joomla, ja, grundsätzlich klar, also die Anfragen, also das ist ja das, es kommt auch, kam immer wieder die Frage, ja, bringen diese Firewalls was in Joomla? Ich sage nein. Was heißt nein? Nein ist auch eine falsche Aussage. Eine Firewall gehört vor dem System und nicht in das System. Und wenn ich jetzt, sage ich mal, Erweiterungen installiere, die das filtern, ich sage mal, viele Provider machen das, die haben gewisse Anfragen, die filtern das weg. Ja, Mod Security ist halt so im Endeffekt, da filterst du im Großen und Ganzen schon, ich sag jetzt mal 99%, würde ich jetzt mal behaupten. Und es gibt Anbieter, ohne jetzt Werbung zu machen, aber das habe ich live erlebt, diese Appliance von Deny All, die ist ziemlich mächtig und die kann auch speziell für Joomla direkte Anfragen und Exploits erkennt die und filtert die raus. Also das ist schon genial. Ja klar, kriegt man, wenn man in Google eingibt, sehr viele Beispiele, wie kann ich Joomla hacken. Das perfideste, was ich mal gesehen habe, war mal so eine Shell-Konsole, die hat das Joomla gescannt, hat die Erweiterung gescannt und hat die Erweiterung mit den Versionsnummern, die das Ding ausgelesen hat, mit einer Online- oder mit mehreren Online-Exploit-Datenbanken sozusagen abgeglichen und dementsprechend die Exploits passend dafür runtergeladen und Feuer drauf. Das ist natürlich schon
ziemlich lustig im Endeffekt, wie kreativ diese Leute da eigentlich rangehen. Das sind im Endeffekt auch Massenhacks, das ist einfach so, auf Masse. Ich habe bisher einen einzigen Fall gehabt, wo es wirklich ein individueller Angriff auf die Firmenwebseite war. Ein einziger. Alles andere war wirklich massiv von den Script-Kiddies, wie der Gerald ja schon gesagt hat, die da wirklich das Zeug frei im Internet finden. Also wenn jetzt irgendeiner bei Google Joomla 347 Exploit eingibt, dann wird er da relativ schnell fündig. Und schon hat er, wenn jetzt noch irgendeiner 3-4 da irgendwo am Laufen hat, dann hat er da gute Chancen, die Seite da dementsprechend kaputt zu machen. Das geht relativ schnell, leider. Und das hat nicht, ich sag mal, das ist in jedem System so. Ich glaube, diese Woche war es mit Typo 3, die da dementsprechend auch ein paar ganz große Lücken irgendwie hatten. Also jedes System hat damit zu kämpfen und die Lücken fallen ja auch nicht immer gleich auf. Mein Gott, wir sind Menschen, wir machen alle Fehler. Aber das Katz-und-Maus-Spiel, sage ich mal, ist halt eigentlich immer da. Sonst irgendwelche Fragen? Dann werden wir morgen keine gehackten Webseiten mehr haben. Ah, da ist noch eine, ja? Ist es denn sinnvoll, diesen URL-Schutz einzubauen, dass man die Admin-URL schützt mit diesem String? Also die Frage war, ob man diese URL-Umleitung mit dem String hinten dran einbauen sollte. Ich glaube, du meinst die Umleitung von Tom Möller von seiner Website, die der mal gemacht hat. Klar, grundsätzlich. Admin-Bereich zu schützen ist immer die beste Variante. Also HT-Access-Schutz sowieso rein. Und wenn man dann auch noch mit dem String, sage ich mal, hinterherkommt, ist das auch kein Thema. Klar, hilft immer. Und ansonsten, ja, ich mache mal Werbung, aber ich habe ihn immer dabei. Mein YubiKey, ansonsten komme ich auch nicht in die Webseiten ran. Zwei-Faktor-Authentifizierung, das Zauberwort. Also, dann sieht man da schon wieder ganz anders. Also man kann mit vielen kleinen Bausteinen, kann man da vieles tun. Und mit relativ wenig Aufwand. Also, auf unserer Seite haben wir da genügend Informationen. Andere Seiten gibt es genügend im Internet. Hoster haben teilweise in den FAQs-Bereich sehr, sehr viel drin stehen. Lest danach, führt es aus und schon sieht das Ganze in nicht mehr alles so schlimm aus. Jo, das war's.